Wir sind wieder zurück bei Fallout 3, diesmal ohne Facecam, weil ich gerne mal probieren möchte, ob das Spiel ohne Facecam vielleicht ein bisschen stabiler läuft. Ich weiß jetzt nicht, es hat wahrscheinlich absolut überhaupt nichts damit zu tun, aber naja, wir probieren es einfach mal vielleicht ohne Facecam. Wenn es ohne Facecam läuft, würde ich mich freuen. Wir haben Entzugserscheinungen, das ist ja wunderschön. Das ist doch das Beste, was man am Anfang einer Folge wissen möchte. Haben wir denn noch Buffett? Ich glaube nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, wir müssen, glaube ich, zu einem Doc und müssen uns quasi von unserer Sucht befreien lassen. Quasi zum Substitutionsdoktor. Alter, was für ein Wort. Unfassbar. Solche wie dich gibt's hier unten nicht oft. Das stimmt. Ich sehe noch einigermaßen gut aus im Gegensatz zu euch. Ich guck gerade mal, was haben wir denn hier? Da war der Tulip, genau. Das war die Frau mit den Klamotten. Wir bräuchten irgendwie sowas wie einen Arzt. Gibt es hier sowas? Habt ihr einen Arzt? Wobei der Arzt denen wahrscheinlich auch nicht mehr groß weiterhelfen kann. Bei den Schnauzen, die die hier haben. Aber ich glaube, hier gibt es nichts. Warte, ich muss meinen Timer gerade nochmal anmachen, damit ich hier nicht verpeile, wie lange die Folge geht. Heute mal ein bisschen länger. Halt eben wegen ohne Facecam und weil ich auch mal nicht unter Zeitdruck aufnehmen muss. Das finde ich gut. So, was haben wir hier? Oh, ein Zimmersafe. Wir speichern mal gerade und ist sehr schwer verschlossen. Können wir leider nicht öffnen. Das ist natürlich schade. Als Entschädigung nehmen wir uns einen Pümpel mit. Nein. Nicht wirklich. So, hier, was ist das? Das sind Trümmerteile von... Von wo? Hier ist doch gar nichts zertrümmert eigentlich. Na, egal. Ist das der... Einfach nur ein Underworld-Ansässiger. So, hier geht's zu der Ausschlachter. Das klingt auch sehr vertrauenserweckend auf jeden Fall. Hallo? Nee, hat ja auch keiner gesagt, dass ihr schlimm seid. Ihr seid einfach nur extrem hässlich. Gut, wir schauen mal hier oben, ob wir hier vielleicht irgendwo einen Doktoro finden. Carols Wohnung. Was haben wir hier oben noch? Hier haben wir auch noch verschiedene Dinge, wo wir noch nicht waren. Alles easy, und bei dir? Was haben wir hier? Der Ninth Circle. The Ninth Circle quasi. Aber ich bin Ihr Präsident. Aha, was haben wir hier? Haben wir Snowflake? Wer bist du denn? Oh, oh, hey, sieh da, ein Mensch mit Haaren. Hey, ob da wohl was zu machen ist? Nein, Finger weg von meinen Haaren. Ach, kommen Sie schon. Geben Sie mir doch eine Chance, an einem echten Menschen zu arbeiten. Nein. Ich bin gut. Echt jetzt. Ich nehme nur ein paar Züge und zaubere Ihnen den besten Haarschnitt Ihres Lebens. Und alles kostenlos. Das macht Spaß. Nein. Bestimmt nicht. Ziehst du da drüben dir gerade Jet rein? Wie kommt ein Ghoul dazu, Friseur zu werden? Das ist eine gute Frage. Ich bevorzuge Coiffeur. Aber jedem das seine. Jeder hat eine Begabung. Ich lebte damals in Rivet City. Die Leute hatten genug Geld und ich verdiente gut. Aber als ich mich veränderte, kam keiner mehr. Und so bin ich hier gelandet. Natürlich macht ein Ghoul mit Friseurladen genauso wenig Sinn wie ein Fliegengitter in einem U-Boot. Naja, scheiß drauf. Dann habe ich einfach mit Jet angefangen. Ist wenigstens ein guter Zeitvertreib, wissen Sie? Diese Musik auch gerade einfach zu dieser traurigen, traurigen Lebensgeschichte. Ach Mensch, der Arme. Verstoßen, nur weil er eine Knitterfresse hat. Naja. Ziehst du dir da drüben gerade Jet rein? Hat er ja gerade schon gesagt, natürlich macht er das. Nun, ja. Und? Was soll ich denn sonst tun, außer High zu werden? Glauben Sie, dass ich nüchtern sein muss, um Ghoulhaare zu schneiden? Die halbe Arbeit besteht darin, Haut abzurasieren. Denen ist es sowieso wurscht, wie sie aussehen. Sie halten mich nur bei Laune. Ja, wie gesagt... Scheiß Leben. Naja. Ich habe irgendwie Angst, mir von dem die Haare schneiden zu lassen, aber wir machen es trotzdem mal. Alles klar. Ach, da können wir es nur selbst ändern. Ganz für mich allein. Aber ich unser Freddie Mercury hier gefällt mir eigentlich ganz gut. Wir bleiben mal so. Ja, ja. Ein weiterer zu. Und immer dran denken. Alles umsonst. Ja, ja, ja. Vielen Dank. Ach, da ist wieder unser Präsident John Henry Eden. Der alte Schleimbolzen, irgendwie traue ich dem Typen immer noch nicht. So, ich würde sagen, wir gehen mal in Carols Wohnung. Ich weiß nicht, irgendwie ist die hier ziemlich oft mit einer Tür vertreten. Da muss es ja irgendwas geben drin. Guten Tag. Hallo Carol. Du bist wahrscheinlich Carol. Wir dürfen hier natürlich nichts klauen. Die hat einen Schlüssel für ihren Kühlschrank. Alter. Mr. Crowley, den lassen wir mal schlafen. Und ich würde sagen, zunächst deaktivieren wir das Radio, weil das bei den Dialogen immer ein bisschen stört. Und dann quatschen wir mal... Ach, das ist Carol. Wer ist denn das?
Was darf's denn sein? Dann quatschen wir als erstes mal mit Greta. Brauchen Sie irgendwas, Schätzchen? Ich möchte etwas über Underworld wissen. Was sagt die Speisekarte? Na, erzähl uns doch mal was über Underworld, liebe Greta. Wenn ich ehrlich bin, Schatz, weiß ich nicht viel drüber. Ich weiß nur, dass es mal eine Art Ausstellung war. Irgendetwas über die Hölle und das Leben danach oder so. Tulip weiß über solche Dinge Bescheid. Nicht, als ob hier irgendwer jemals irgendwas in ihrem Laden einkauft. Ah, Tulip ist also die Ladenbesitzerin unten im Erdgeschoss. Naja, okay. Was sagt denn die Speisekarte, liebe Greta? Wir haben was ganz Besonderes. Die feinste Kost in ganz DC. 4 Sterne. Na, das wage ich irgendwie noch ein bisschen zu bezweifeln. Aber was haben wir denn hier Schönes? Schmutziges Wasser, das nehmen wir mal mit. Wasser ist immer gut. Stimpaks, oh, die hat Stimpaks. Her damit. Ja, alle. Ich will alle. Bier brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Fleisch und Bohnen. Ich hätte vorhin schon wieder Fisch und Bohnen gesagt. Ja, das passt. So, vielen Dank. Nein, halt. Hier, vielen Dank. Mit so jemand. Tschüss. Ja. So, dann speichern wir mal gerade und quatschen mal mit der guten... Was hat die denn hier so rumliegen? Mit der guten Carol. Ja, was ist? Oh, ein Neuankömmling. Tut mir leid, das war wirklich unhöflich. Willkommen, willkommen bei Carols. Ich bin Carol. Ist nicht groß, gehört aber mir. Sagen Sie Bescheid, falls Sie etwas brauchen. Greta besorgt Ihnen Lebensmittel und ich kümmere mich um die Zimmer. Schön, hier mal wieder jemand Neues zu sehen, auch wenn's nur eine hässliche Glatthaut ist. War ein Scherz. Echt jetzt, Ihnen wird's hier gefallen. Hast du mich gerade... hässliche Glatthaut genannt? Du wunderschöner, wunderschöner. Cool. jemals von einem Kerl namens Gob gehört? Ich muss niesen. Ach Gott. Ach Gottchen. So, ja, jemals von einem Kerl namens Gob gehört? Gob? Klar kenne ich den. Er ist mein Sohn. Nun, nicht so, wie Sie sich's vorstellen. Wir Ghule sind da anders, aber ich liebe ihn, als wäre er mein Sohn. Kennen Sie ihn? Haben Sie ihn gesehen? Geht's ihm gut? Ach ja, Gob, natürlich. Ich habe gerade noch überlegt, wer war Gob, aber na klar, der Typ in der Kneipe. Genau. Ich glaube, wir sind ehrlich und sagen ihr, dass er wohl als Sklave dort arbeitet. Ich glaube, was anderes tut er da auch nicht. Das ist ja furchtbar. Aber wenigstens weiß ich jetzt, dass er am Leben ist. Das ist immerhin etwas. Falls Sie wieder einmal dort vorbeikommen, sagen Sie ihm bitte, dass ich ihn vermisse und ihn sehr lieb habe. Aber er darf nicht versuchen zu flüchten. Es ist zu gefährlich. Er sollte bleiben, wo er ist. Ich könnte es nicht ertragen, wenn ihm etwas passiert. Ja, das wäre sehr tragisch, wenn er sterben würde. Naja, wie viel kostet ein Zimmer? Nee, das brauchen wir jetzt nicht wissen, weil wir brauchen kein Zimmer. Greta ist die Mitbesitzerin dieses Ladens und wie sind Sie hierher gekommen? Was kannst du über die Underworld sagen? Ich würde sagen, wir fragen mal, ob Greta hier mit im Mietvertrag steht. Richtig, Sie und ich sind jetzt seit... ungefähr 60 Jahren zusammen. Aber mit Gobs Weggang hat sich alles verändert. Er war wie ein Sohn für mich. Ich glaube, Greta war immer etwas eifersüchtig auf ihn. Ja, willkommen bei Mitten im Leben aus der Underworld. Es sind alles Dinge, die mich jetzt nicht so wirklich interessieren. Wie sind Sie denn hierher gekommen, liebe Carol? Oh, das ist eine lange Geschichte und die wollen Sie mit Sicherheit nicht hören. Weißt du was? Du hast recht, ich will's nicht hören. Nein, Carol, ich würde Ihre Geschichte gerne hören. Ja, erzähl mal, Carol. Na, gut, aber es ist nichts Besonderes. Egal. Ich wurde 2051 geboren. Bevor Sie also fragen, ja, ich bin ein vorkriegszeitlicher Ghul. Was war an dem Tag, als der Krieg begann? Ich und mein Vater waren in einem Bunker, als die Bomben fielen. In DC hatte man uns zum Glück gewarnt, nachdem die Westküste vernichtet worden war.
Ich war damals noch ein kleines Mädchen. Einen Wurfplatz konnten wir uns nicht leisten und so drängelten wir uns in den Bunker. Mein Vater hielt an, um einer Familie zu helfen, und ich sah zu ihm auf und rief seinen Namen. Dann war da nur noch dieser gleißende Lichtblitz. Ich erwachte ein paar Stunden später und suchte sofort nach meinem Vater. Er war weg. Aber das Merkwürdigste war, sein Schatten war in die Wand gebrannt. So scharf und klar, als ob er neben mir stünde. Die Hitze hatte ihn in den Beton gebrannt. Alter, das ist krass. Puh. Wie war das Ödland nach dem Krieg? Die Stadt stand wochenlang in Flammen, vielleicht sogar Monate. Ich versteckte mich hier unten im Museum. Es war meinem Bunker am nächsten. Aber ich konnte hören, was oben passierte. Leute, die wie Tiere heulten. Chaos, Plünderung, Mord und Totschlag. Die schlimmsten Albträume wurden wahr. Es war ein Albtraum. Ich will nicht darüber reden. Na, musst du ja auch nicht. Und vielleicht willst du uns ja noch erzählen, liebe Carol, wie du einst zum Ghoul geworden bist. Keine Ahnung, wie es dazu kam. Ach so. Dr. Barrows sagt, es war die Strahlung. Ich weiß nur, dass immer mehr Leute im Museum auftauchten. Nachdem sich oben alles etwas beruhigt hatte, versuchten wir hier unten zu leben, so gut es eben ging. Aber nach einer Weile geschah etwas Seltsames. Unsere Haut wurde trocken und blätterte ab. Es dauerte eine Weile, Monate, manchmal ein Jahr. Aber früher oder später ging es allen so. Einige von ihnen wurden verrückt. Andere akzeptierten es. Nach einer Weile fanden weitere Ghule hierher. Und so wurde Underworld immer größer. Niemand belästigte uns hier unten. Uns ging es gut genug und wir ließen sie in Ruhe. Als meine Greater kam, war ich glücklich. Ja, da war dann das Leben als Ghoul auf einmal viel greater. Ja. Gut. Also von wegen so nicht interessant. Also ich fand die Geschichte jetzt schon relativ berührend auch. Und, naja. Wenn man 200 Jahre lang dieselben Geschichten erzählt, fühlt man sich einfach langweilig. Das ist natürlich klar, aber jeder ist ja seines Glückes Schmied und sie könnte ja auch Dinge in ihrem Leben verändern, auch als Ghoul. Kann man da Dinge verändern, um ein besseres Leben zu führen? Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt. Echt gut drauf. Für einen Menschen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Carol. Wir werden auf jeden Fall irgendwann wieder zurückkehren. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen, ich weiß nicht, diesen den Typen hier, Mr. Crowley. Ach komm, wir wecken den mal. Hey! Hey, Sie! Ja, Sie da! Warum zur Hölle wecken Sie mich, Glatthaut? Was glotzen Sie denn so? Man möchte meinen, Sie hätten noch nie einen Ghoul aus der Nähe gesehen. Jetzt erstmal ganz ruhig, Kollege. Erstens mal hast du gerade gesagt im Halbschlaf, dass du mit uns reden willst. Zweitens mal, halt mir deine Kippe nicht in die Fresse. Und drittens, boah, bist du hässlich, Alter. Naja, aber so, ich hab nichts gegen Ghule. Sind schon in Ordnung. Ach, wirklich? Und was, wenn ich sie einen milchsaugenden, mutanten, poppenden, wasserstehlenden Hurensohn nennen würde? Dann würde ich sagen, vielen Dank für das Kompliment und würde gehen. Mit deinem Kopf in der Hand. So, was haben wir denn hier? Milchsaugen? Du schlürfender, hirnfressender Friedhofszombie. Alles wahr, außer der Teil über die Mutanten, das Wasser und die Hure. Ich muss nicht bleiben und deine lahmen Beleidigungen über mich ergehen lassen. Ich würde sagen, wir nennen ihn einen schlürfenden, hirnfressenden Friedhofszombie. Wieder so ein Mensch, der Ghule hast. Natürlich. War ja zu erwarten. Verschwinde und geh Mutanten ficken. Hey, Mr. Crowley. Warum zum Teufel haben Sie mich aufgeweckt? Weil du mich Hurensohn genannt hast. Naja, Alistair Tenpenny ist tot.
Aber nicht wegen einer Kugel im Kopf. Doch, es war eine Kugel, die er im Kopf hatte. Ich glaube, es waren gleich mehrere, weil wir haben ihm unsere Kampfflinte ins Gesicht gehalten. Egal. Auf Nimmerwiedersehen. Das Ödland ist besser dran ohne ihn. Oh ja, wir haben 25 Kronkorken bekommen. Hey. Tschüss. Elender Bastard. Verreck in der Hölle. Naja. Ich habe mir den Typen ein bisschen freundlicher vorgestellt. Oh. Hey. Severus. Achtung, Achtung. Zivilist auf dem Deck. Beruhig dich. Bist du hier der Wachhund? Ich bin Cerberus. Es ist meine feierliche Pflicht, die Bewohner von Underworld vor allen Gefahren zu schützen. Seien es fremde oder lokale Gefahren. Ja, ich bin der Wachhund. Naja. Dialogsystem wird deaktiviert. Cerberus, ich überlege gerade, gab's nicht bei Mass Effect auch irgendeine Gruppierung oder irgendeine Seite, die Cerberus hieß? Ich glaube, ne? Gibt's da auch. Nur ein bisschen anders geschrieben halt. Wobei er, glaube ich, Cerberus heißt und die heißen Severus. Naja, ist auch egal. Ich würde sagen, wir betreten mal den Ninth Circle. Guten Tag. Underworld-Ansässiger. Underworld-Ansässiger. Was haben wir denn hier? Das ist so eine Bar oder was? Hi. Charon. Kennt ihr Charlize Charon? Ansässige. Und das ist Azukal. Wird er so ausgesprochen? Ich weiß nicht, wir quatschen mal mit dem. Machen aber das Radio aus. Griffel, weg vom Radio. Ich wollte das nur ausmachen, weil das uns zu laut ist. Na, sieh mal einer an. Eine Glatthaut, die mir noch nie über den Weg gelaufen ist. Ich bin Azukal. Und das ist der Ninth Circle. Die Leute haben Probleme und ich hab Schnaps. Nun, Schnaps und ein paar andere Stärkungsmittel. Falls sie was brauchen, einfach Bescheid sagen. Der Typ redet, als ob er selbst zu tief ins Schnapsglas geguckt hat. Naja, wer ist denn der Typ da hinten in der Ecke? Azrukal. Das ist Charon. Sag mir mal, er ist ein loyaler Angestellter. Machen Sie mir keinen Ärger, dann macht er Ihnen keinen Ärger. Ach, das ist also sowas wie der Wachhund, ja? Redet nicht viel, was macht er für dich? Ein ergebener Mitarbeiter, was glaubst du? Ich frage ihn mal, ob er ein Sklave ist. Nein, er ist kein Sklave. Sie beleidigen mich. Ich glaube nicht an die Sklaverei. Abscheulich. Ich glaube an den freien Willen. Es ist undenkbar, eine andere Person gegen ihren Willen festzuhalten. Ketten werden verdient, nicht auferlegt. Charon traf einige Entscheidungen, die ihn in meine Dienste führten. Die Art des Vertrags zwischen ihm und mir geht niemanden etwas an. So. Ich würde gerne mal den Vertrag sehen, denn ich bin vertraglich oberoffizierter Vertragsüberprüfer. Oder so. Irgendwas. Keine Ahnung. Ich möchte den Vertrag sehen. Besprechen. Wir wollen über den Vertrag sprechen. Er ist für mich und den Nine Circle von sehr großem Wert. Um was genau geht's denn? Nein, ich zahle dir kein Geld. Aber wahrscheinlich ist es so, dass wir diesen Charon irgendwann als Begleiter bekommen, ne? Kann das sein? Können wir uns nicht auf ein kleines Geschäft einigen? Ich habe meine Meinung geändert. Wir probieren es erstmal mit der Verhandlungsbasis. Wir könnten eine Abmachung treffen. Aber Sie würden das Geschäft nicht mögen, das ich Ihnen anbiete. Ich mag eben keine Konkurrenz. Überhaupt nicht. Das geht gegen meine Prinzipien als Geschäftsmann. Es besorgt mich, dass es eine andere Schnapsquelle in der Stadt gibt. Greta, die Kellnerin drüben im Carrots. Bringen Sie sie um. Mir egal wie, aber machen Sie es leise. Wenn Sie es tun, bekommen Sie Charons Vertrag. Warum soll Charon es nicht einfach tun? Als loyaler Angestellter würde Charon das ohne Frage erledigen, wenn ich ihn darum bitten würde. Allerdings wäre dann die ganze Stadt gegen mich. Greta ist hier ziemlich beliebt. Wenn Charon sie tötet, würde jeder wissen, dass ich Gretas Tod in Auftrag gegeben habe. Charon muss an einem öffentlichen Ort gesehen werden, wenn Greta stirbt. So dass ich so tun kann, als ginge mich das alles nichts an. Ich sag's euch mal ganz ehrlich. So cool Charon vielleicht auch sein mag als Begleiter, ich habe nicht wirklich Lust, die gute Greta zu töten, weil
das ist die einzige, die Carol noch bleibt irgendwie und weiß ich nicht. Das würde ich nicht hinkriegen. Nee, ich glaube, das würde ich ausnahmsweise mal nicht hinkriegen. Die Ghule damals in dem Schacht töten, kein Problem. Aber jetzt, ich möchte hier in der Underworld keinen Ärger machen, weil das halt einfach eine sichere Zuflucht für die Ghule ist. Und deshalb, nein. Da machen wir nicht mit. Keine Lust auf harte Arbeit, was? Macht nichts. Wenn Sie den Job nicht wollen, rücken Sie die Kohle raus. Andernfalls bestehe ich auf den Vertrag. Ja, ist das irgendwo mal hier irgendwo echte Waren sehen? Wie kannst du mir eine Antwort erzählen? Wir können ja nochmal nach dem Lincoln Memorial fragen. Ja, östlich von hier. Da hat sich eine Bande mit Knarren verkrochen. Gut. Gut, das reicht mir auch schon. Alle haben Probleme und alle kommen damit zu mir. Natürlich, weil du Schnaps hast und die Leute zum Alkoholtrinken animierst. Du widerlicher Typ. Ich würde sagen, wir quatschen mal mit Sharon alleine. Vielleicht lässt er sich ja so überreden, mit uns mitzukommen. Sprechen Sie mit Azrukal. Ich wollte nur... Zwingen Sie mich nicht, es zu wiederholen. Du? Sprechen Sie mit Azrukal. Ja, aber... Reden Sie mit Azrukal. Die Luft hier unten ist schrecklich. Du... Sprechen Sie mit Azrukal. Ja, aber ich wollte nur... Zwingen Sie mich nicht, es zu wiederholen. Naja, okay. Ich glaube, mehr quatscht der Typ hier auch nicht. Schade. Ich hätte gerne mit ihm ein bisschen mehr gesprochen. Alle kommen damit zu mir. Und alle kommen damit zu mir. Natürlich. Das ist so ein Gutmensch einfach, dieser Azrukal. Ist echt ein toller Typ. Ich bin Bundeswehrsoldat, ein toller Typ. Und ich hab mein Vaterland so furchtbar lieb. Kennt ihr das? Von Mike Krüger. Der mit dem Krater in der Nase. So, da geht's zum Ninth Circle, da wollen wir nicht hin. Wir schauen mal, ob wir hier unten vielleicht jetzt irgendwo doch noch einen Arzt finden, beziehungsweise wir sollen ja auch noch Riley finden, hier in der Underworld als Hauptquest und ich denke mal, den wird es dann hier im Ausschlachterviertel geben. Oder so. So, wo sind wir denn jetzt hier? Was ist denn da drinnen los? Hallo. Werden hier die Ghule wieder normal, oder was ist hier los? Dr. Barrows, den brauchen wir. Hallo, Doktor. Dr. Barrows, zu Ihren Diensten. Was bringt Sie zum Ausschlachter? Hoffe, Sie sind gekommen, um mir zu helfen. Frische menschliche Proben kann ich immer gebrauchen. Nein, bestimmt nicht. Was meinst du überhaupt mit frische menschliche Probe? Sie kennen mich nicht. Ich bin die führende Kapazität im Bereich der Ghoul-Evolution. Ich möchte wissen, was in uns vorgeht. Irgendetwas hat uns zu dieser verwesenden Gestalt verdammt. Und ich habe vor, herauszufinden, was es ist. Ich brauche also menschliche Hautproben, Organe und andere Bestandteile, um stichhaltige Experimente durchzuführen. Tut mir leid, aber ich möchte meine Proben für mich behalten, wenn das jetzt nicht zu einem großen Problem, was unsere weitere Zusammenarbeit angeht, führt. Also, ich... Nein. Schade. Na gut, was kann ich für Sie tun? Als allererstes, ne? Ich brauche unbedingt irgendwas gegen diese Abhängigkeit von Buffett. Das heißt, ich glaube, ich bin von irgendwas abhängig. Das hatte ich mir schon gedacht. Klar, ich kann helfen, aber nicht umsonst. 50 Kronkorken, nicht mehr und nicht weniger. Ja, heilen Sie mich und da hast du dein Geld. Okay, ruhig halten jetzt. Das ist so schon schmerzhaft genug. Yippie! Aua? Nein! Und damit sind wir fertig. War doch gar nicht so schlimm, oder? Darf sonst noch was sein? Nee, passt schon. Können Sie mich von der Verstrahlung befreien? Ja, wenn wir schon mal hier sind, könnten wir das eigentlich auch machen, ne? Ja, komm. Na klar doch. Schnell und einfach. Und billig. Nur 100 Kronkorken. Ja, komm, mach mal. Hier hast du deine Kohle und gönn dir. Und eine schnelle Injektion. Alles erledigt. Yippie! So, dann gucken wir nochmal, ob er medizinisches Material für uns hat. Stimpaks! Red Away! Geil! Na komm, kaufen wir noch einen Red Away. Und Stimpaks kaufen wir auch nochmal 8 Stück. So, jetzt müssen wir mit dem Geld echt langsam machen. Sonst haben wir gleich nichts mehr. Wie viele Stimpaks haben wir denn jetzt?
müssten eigentlich jetzt genug dabei haben. 34 Stück, das ist vollkommen okay. 9 Redaway haben wir auch noch am Start. Das ist doch schon mal eine gute Basis, um hoch. Mit so jemandem macht man gerne Geschäfte. Um weiter durchs Wasteland zu ziehen, sozusagen. So. Was haben wir denn hier? Ein wilder Ghoul. Hey, 5 Kronkorken. Ist kein Problem, wenn ich die mitnehme, ne? Nee, ist okay. So, wen haben wir denn hier? Da haben wir Riley. Hallo. Da haben wir Krankenschwester Graves. Mit der quatschen wir jetzt nicht. Wir quatschen direkt in dieser Folge noch mit Riley, würde ich sagen. Riley reagiert auf keine Signale. Wahrscheinlich befindet sie sich in einem Koma. Verdammt. Das müssen wir doch mit der Krankenschwester... Tut mir leid. Aber sie wird eine Weile weg sein. Ihr geht es nämlich gar nicht gut. Aber keine Sorge. Ich bin mir sicher, dass der Rest von Rileys Rangers bald hier auftauchen und ihr Heim in Besitz nehmen wird. Rileys Ranger? Ach, sie sind wohl neu hier. Die Rangers sind ein Söldnertrupp, der in den Ruinen von DC stationiert ist. Ich gehe davon aus, dass Riley ihre Anführerin ist. Von ihrer Rüstung waren nur noch Fetzen übrig. Sie war in ziemlich schlimmer Verfassung, als man sie vor den Toren von Underworld fand. Ich würde diese Frau wirklich gerne sprechen. Bitte wecken Sie sie auf. Also gut, ich werde mein Bestes tun. Wow. Ich hoffe nur, dass Ihr Körper stark genug ist, der Belastung standzuhalten. Menschen sind sehr anfällig. Ja, das stimmt. Aber wir müssen mit ihr sprechen. Und bevor hier irgendwelche Proben entnommen werden... Nein. Der mag Spritzen scheinbar, ne? Wie er da immer noch so drauf tuckt. Ich weiß, das macht man so... Huch! Das ging schnell. Was? Wo bin ich? Riley. Was ist passiert? Wie lange war ich bewusstlos? Ich weiß nicht, aber es war Zeit genug, um mit dir... Zum Glück nicht für lange Zeit. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was passiert ist. Halt! Ach, verdammt! Meine Leute! Mein Team! Was ist mit ihnen passiert? Ihr Team ist noch am Leben. Ich habe ihr Notsignal empfangen. Vielleicht sollten wir, vielleicht sollte sie sich erstmal hinsetzen? Team ist noch am Leben, Nee, wir beruhigen sie erstmal, indem wir sagen, dass das Team noch am Leben ist. Ich glaube, das hilft ihr am besten im Moment weiter. Wirklich? Heiliger Mist! Hören Sie, ich muss da raus und ihnen helfen, sonst werden sie nicht mehr lange durchhalten. Sagen Sie mir, was los ist und ich werde sehen, ob ich helfen kann. Wir kartografierten gerade die Gegend um den Vernon Square in den Innenstadtruinen, als uns ein Überfallkommando von Supermutanten auflauerte. Ist gewöhnlich kein Problem, aber diese Gruppe war größer. Wir haben uns bis ins Krankenhaus Our Lady of Hope gekämpft, um dort Schutz zu suchen. Lassen Sie mich raten, drinnen sind noch mehr Supermutanten. Richtig, und es wurden immer mehr. Wir haben uns bis zum Dach hochgekämpft und uns dann einen Weg zum benachbarten Statesman Hotel gesucht. Die Supermutanten schienen von irgendwas angetrieben. Es war, als folgten sie einer Blutfährte. Sie blieben uns dicht auf den Fersen. Nachdem wir im Hotel drinnen waren, war der einzige Weg nach oben. Schlechte Wahl, schätze ich mal. Es war eine sehr schlechte Entscheidung, aber uns blieb leider keine andere Wahl. Unterwegs verloren wir Theo, einen unserer Jungs. Leider mussten wir seinen Munitionskoffer auf unserer Flucht vor den Supermutanten zurücklassen. Und so landeten wir mit fast leeren Waffen auf dem Dach des Statesman Hotel. Dann sind Sie also immer noch oben. Wieso sind Sie dann hier? Das war leider meine Idee. Ich hatte einen Stealth-Boy, mit dem ich unbemerkt das Dach verlassen konnte. Ich wollte Hilfe holen gehen. Ich war schon fast auf der Straße, als mich ein Supermutant erwischte und mir fast den Arm abriss. Das Letzte, an das ich mich erinnern kann, ist, dass ich in einen Abflusskanal gefallen bin. Ein ziemlich schlechter Rettungsversuch, was? Ziemlich ekelhaft. Sie lagen im Koma. Die Rangers sind sicher schon tot. Nee, bestimmt nicht. Die leben bestimmt noch. Was haben Sie noch gleich von mir gewollt? Und warum... machen wir das. Bringen Sie die Rangers nach Hause. Bitte. Mehr will ich nicht. Wie Sie das anstellen, ist mir egal. Das mache ich dann wohl. Jetzt bin ich aber wirklich erleichtert. Ich war mir nicht sicher, was Sie sagen würden. Ich bitte Sie nur darum, sich zu beeilen. Ich weiß nicht, wie lange Sie da oben noch überleben können. Außerdem sollten Sie versuchen, Theos Leiche zu finden. Das war einer meiner Männer, der den Großteil unseres Munitionsvorrats bei sich trug. Hier, ich gebe den Munitionskistencode und einige Anweisungen in Ihren Pip-Boy ein. Oh ja, fass meinen Pip-Boy an, Baby. Was?
So, wir sollen das Krankenhaus Our Lady Hope finden und die Ranger-Munitionskiste können wir als optionales Ziel finden. Die suchen wir auf jeden Fall. Da ist bestimmt eine Menge Stuff drin. Gut, haben Sie eine Idee, wie ich dorthin kommen könnte? Nicht weit von hier haben wir unser Hauptquartier. Wenn Sie es bis dahin schaffen, bekommen Sie dort alles, was Sie brauchen. Geben Sie am Tor einfach Riley 0247 ein. Wir haben Munition, Vorräte, alles, was Sie wollen. Nun denn, dann würde ich mal sagen, liebe Riley, ich muss jetzt gehen. Passen Sie auf sich auf. Diese Ruinen sind ein hartes Pflaster. Ja, das haben wir auch schon mitbekommen, so halbwegs. Gut, ich würde sagen, können wir denn hier... Es hat einen guten Grund, dass abgeschlossen ist. Also keine dummen Ideen. Die sieht ein bisschen aus wie Amy van der Maiklöckchen, ne, mit den pinken Haaren. Naja, gut, dann ist halt abgeschlossen, dann können wir da leider nicht rein. Können wir hier keinen Zugang, auch nicht? Okay. Gut, dann würde ich mal sagen... Wir verlassen so langsam mal Underworld und gehen dann so langsam wieder zurück Richtung... Komm aus dem Weg, Junge. Gehen dann so langsam wieder zurück in Richtung der Innenstadt, wo wir... Also wir sind ja immer noch in der Innenstadt, ist ja klar. Aber hier ans Statesman Hotel und werden dann dort mal in der nächsten Folge schauen, dass wir vielleicht die Männer von Riley finden. Wir verlassen mal... das Geschichtsmuseum und begeben uns zurück auf die Straßen von DC. Wir sind auch schon bei 30 Minuten gerade. Aber dann haben wir mal das Geschichtsmuseum in einer Folge komplett... Oh, da hinten geht's noch rein. Komplett durchgenommen quasi. Was ein bisschen ekelhaft klingt, aber tatsächlich der Wahrheit entspricht. So, machen wir hier mal überall die Türen auf. Was haben wir denn da? Aha. Leider kein Stimpack an der Wand oder so. Hier vielleicht? Auch nicht. Na gut. Dann eben nicht. So, dann verlassen wir das Geschichtsmuseum und kehren zurück auf die Promenade, auf die Hauptstraße quasi. Und ich würde einfach mal sagen, ich verabschiede mich von euch. Da hinten sehe ich einen Supermutanten und habe gerade 27 FPS. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Naja, jetzt sind es wieder 50. Okay, gut. Ich würde sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch für Fallout 3. Wie gesagt, wenn eine Folge mal nicht kommt, das hatte ich in der letzten Folge ja gesagt, dann ist das Spiel einfach abgeschmiert. Und ihr seht, wir haben jetzt 30 Minuten aufgenommen, ohne Facecam, und das Spiel ist nicht abgeschmiert. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wir probieren es dann in der nächsten Folge nochmal ohne Facecam, damit wir quasi, wenn wir in diesen Gebäude reingehen und kämpfen, da schmiert es ja meistens ab. Dann schauen wir mal, ob das da auch wieder der Fall ist. Und wenn dem nicht so ist, dann werden wir die Facecam bei Fallout 3 leider streichen müssen. Aber keine Angst, es stehen Projekte in der Pipeline mit Facecam. Gleich zwei an der Zahl sogar. Das eine davon ist sogar ein Horrorspiel, aber dazu gibt es dann die nächsten Tage mehr auf meinem Channel. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir hören uns ja gleich nochmal im Endscreen. Bis dahin. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Ja, Fallout 3 und wir haben eine halbe Stunde aufgenommen und es hat nicht einmal Klack gemacht. Es ist nicht einmal abgeschmiert, ich musste nicht einmal cutten. Und jetzt habe ich auf einmal wieder richtig Bock und richtig Motivation, das Spiel weiterzuspielen. Ich will mal abwarten, wie es dann beim nächsten Absturz ist. Fakt ist, in der nächsten Folge gibt es erstmal noch keine Facecam. Und wenn das Spiel in der nächsten Folge auch wieder nicht abschmiert, dann... Müssen wir leider die Facecam hier in diesem Spiel streichen, aber ich habe ja gerade schon gesagt, es stehen zwei Games in der Pipeline, wo die Facecam wieder zum Starten kommt, wo die Facecam wieder zum Einsatz kommt und das reicht ja dann auch und dann haben wir halt bei Fallout keine Facecam, aber wichtig wäre mir schon, dass wir dieses Projekt zu Ende führen können, weil Fallout 3 einfach immer noch eines meiner Lieblingsspiele ist. Wenn ich jetzt weiter quatsche, ist der Endscreen schon längst vorbei und ihr seht einen schwarzen Bildschirm, das will ich nicht, deshalb verabschiede ich mich jetzt und sage Tschüss, auf Wiedersehen und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, tschüss!